Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem gesundheitsorientierten Figurtraining. Wir trainieren heute die wichtigen stabilisierenden Muskeln, die tiefliegenden. Wir bringen uns etwas aus der Balance und dann trainieren wir die oberflächlichen Schichten der Muskulatur, die von außen sichtbar sind. Viel Spaß, mach so mit, wie es für dich okay ist. Wenn du eine Pause brauchst, gönn dir gerne eine Pause. Zuerst stell dich aufrecht hin. Heb dein Brustbein, zieh deinen Bauchnabel sanft nach innen und atme ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Nochmal einatmen durch die Nase, durch den Mund wieder aus, noch einmal ein und dann streck dich ganz lang und räkel dich. Nimm deine Beine mit in die Bewegung, dein Handrücken, deine Handfläche nach oben ziehen, deine Beine mitnehmen in die Bewegung. Einfach mal so richtig durchbewegen, deine Faszien aufdehnen. Deine Beine etwas weiter in die Grätsche nehmen, immer noch abrollen von der Fußspitze auf die Ferse. Dann löse deine Arme locker aus und bleib hier in der Grätsche. Wippe ganz locker mit deinen Knien in Richtung Fußspitzen, heb noch immer dein Brustbein und versuch jetzt deine Schultern in die Bewegung mitzunehmen. Fallen lassen, hochziehen und bewusst fallen lassen. Zuerst mobilisieren wir alle Gelenksysteme und dann geht's los mit der Kräftigung. Mal rechts und links die Schulter. Und das Ganze etwas langsamer, hoch, tief. Ein bisschen in Bewegung, verlagern nach rechts und links, zieh immer noch die Schulter hoch und lass sie wieder fallen. Und dann kreist du die Schultern zurück, einmal links, einmal rechts. Fußgelenke, Hüftgelenke, Schultergelenke, Schultergürtel, alles einmal durchbewegen. Größer werden, Ellbogen. Nochmal größer, lange Arme. Die Schultern entspannen lassen. Mal ohne Arme, locker nach vorne tippen, etwas kleiner werden, Fußspitzen nach vorne, Arme schwingen gegengleich mit, mobilisier deine Brustwirbelsäule, da müssen wir beweglich bleiben, wenn wir da zu fest sind, entstehen gerne Nackenschmerzen oder Schmerzen im unteren Rücken, also richtig mitbewegen. Deine Knie jetzt höher, trotzdem aufrecht bleiben. Und dann klatschst du auf deinen Oberschenkel, drehst deinen Rumpf einmal mit. Noch 4, 3, 2. Komm wieder zur Mitte und marschiere. Ganz bewusst die Füße abrollen, von der Fußspitze auf die Ferse. Richtig schön wegdrücken. Und dann komm in einen hüftschmalen Stand, sodass deine Fußspitzen zu mir nach vorne schauen. Bleib hier, wippe ruhig, nochmal ganz locker. Und jetzt setzt du dich nach hinten, also dein Gewicht Richtung Ferse. Deine Arme nach vorne, Schultern tief, setz dich zurück. Schau, dass deine Oberschenkel wirklich parallel zueinander bleiben. Dein Körpergewicht hinten auf den Fersen und dann drück dich hoch. Dein Gesäß ist dein Aufzug. Noch einmal tief gehen und hochschieben.
so tief, wie es für dich angenehm ist. Gib einen knackigen Po, straffe Beine. Wenn du jetzt das nächste Mal nach oben kommst, heb dein rechtes Bein, ich mache spiegelverkehrt, nach oben und dann links. Bring dich aus der Mitte. Gleichgewichtstraining ist dann ein Training deiner Stabilisatoren. Nochmal. Und aufrichten. Tief und aufrichten, Balance finden. Geht noch? Deine Oberschenkel warm werden, dann trainieren sie. Achte immer wieder auf die Ausführung. Tempo bestimmst ganz allein du. Bleib jetzt unten, drei Stück. Eins, zwei, drei. Komm hoch. Eins, jetzt kommt der Puls auch schon etwas höher. Komm hoch. Nochmal. Eins, zwei, drei. Komm hoch. Sehr gut. Letztes Mal noch. Eins. Jetzt bleib hier oben. Halte und mach ganz kleine Bewegungen mit deinen Armen rechts, links, nach vorne. Bring dich aus der Mitte. Wackeln ist jetzt erlaubt, sogar gewünscht. Und dann komm nochmal tief. Drei kleine. Drei, zwei und wechsel die Seite. Und ganz kleine Bewegung vor, zurück. Spannung im Bauch nochmal dran denken, Brustbein öffnen, Schultern zurück, weiter atmen. Und noch einmal tief und ganz unten bleiben. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und lockern. Super, Beine ausschütteln. Richtig wegschütteln und dann kommen wir noch mal in eine Grätsche. Die Knie zeigen wieder nach außen. Du hebst dein Brustbein noch mal und kommst jetzt tief in Richtung Ferse. Setz dich richtig tief, dein Rücken ist ganz gerade. Also wirklich aufrecht bleiben, die Schultern nach hinten unten ziehen. Und jetzt hebst du ein Bein an, rechtes Bein heben, heb dich auf dein linkes hoch und komm noch mal tief. Linkes Bein. Und komm nochmal tief. Wenn du unten bist, gern die Hände vorne schließen und öffnen. Schließen und öffnen. Leise. Hier abfedern, die Innenseiten, Oberschenkel spüren. Und wenn du zur Seite kommst, deine seitliche Rumpfkraft. Hoch, tief und wegdrücken. Geht, tief gehen, hochschieben. Jetzt bleib dann mit rechts oben. Bleib hier, versuch die Balance zu halten oder du tippst unten auf und jetzt ziehst du deine Hand, dein Bein zueinander und wieder lösen. Spür Seite, auch dein Standbein bestimmt. Geht. 10 noch. Schaffen wir. 10. Bestimmt spürst du auch den Po. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Und absetzen. Gleich die Seite wechseln. Hochkommen. Aufrichten. Balance finden. Und los geht's. Spannung.
Wirklich Oberkörper und Bein heben. Noch 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und entspannt absetzen. Auslockern. Während du lockerst, darfst du an den Rand deiner Matte kommen, sodass deine Matte vor dir ist. Und du setzt dich jetzt so ein Stück nach hinten auf die Fersen ab. Also geraden Rücken, Po nach hinten schieben. Und jetzt versuchst du, einmal tief zu gehen, bis deine rechte und linke Hand nach vorne sich abstützen können. Komm wieder zurück, richtig tief. Kräftigung Handgelenksmuskulatur und Körpermitte. Vor und zurück. Geh nicht ganz so weit vor, dann tust du dir ein bisschen leichter. Stabilität in der Mitte, die wichtige Muskulatur rund um die Handgelenke. Nochmal. Noch 2. Letztes Mal, bleib unten, setz die Knie kurz ab. Und mach deinen Rücken einmal ganz rund. Kopf nach innen und nach unten den Bauchnabel. Blick nach vorne. Nochmal ganz rund. Und nochmal nach vorne. Deine Wirbelsäule durchbewegen. Und noch einmal. Pendel dich dann in der Mitte ein, zieh deine beiden Schulterblätter auseinander, dein Brustbein zur Decke, Bauchnabel nach innen oben, Hände spreizen. Lass wirklich deine doppelte S-Krümmung, dein Knie unter deiner Hüfte. Und jetzt kommst du mit deinem rechten Unterarm tief, links, rechts hoch, links hoch. Das Ganze mit links. Tief und wieder hoch. Nochmal rechts. Tief und wieder hoch. Geht. Spür deine Körpermitte. Stützkraft. Wenn du möchtest, versuch das Ganze mal mit abgehobenen Knien. Muss nicht sein, kannst es gern probieren. 4-mal, okay? Hoch. 3. 2, dann bleibst du unten und entspannst. Super, ruhig mal ein Stück zurücksetzen, deine Schultern entspannen. Und dann kommst du nach vorne. Dein linker Unterarm bleibt auf dem Boden. Du bleibst mit deinem Körper in der Mitte, rechte Hand stützt ab. Und dein rechtes Bein, das hebt jetzt auch ab. Schau, dass du wirklich ein bisschen mehr mittig bleibst mit deinem Körpergewicht. Und jetzt hebe und senke dein rechtes Bein hoch und tief. Spür dein Gesäß. Bleib hier und streck dein Bein und beug's nochmal. 2, 3, 4. Spür auch deine Körpermitte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch einmal hoch und tief. Letzte Runde. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch einmal umhalten.
10, kraftvoll, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft, zurücksetzen. Puh, Po gespürt und hoffentlich auch deine Körpermitte, dann ist es richtig so. Wir haben nur eine Seite, eine letzte, deswegen noch einmal nach vorne kommen. Jetzt schau wieder, dass du mit deinem rechten Unterarm Boden bleibst, Knie unter die Hüfte, linke Hand, heb gleich dein linkes Bein, Bauch spannen und los geht's, hoch und tief. Raus aus der Schulter ziehen. Jetzt bleib oben, streck dein Bein. Eine Runde noch und hoch und tief. Letzte Runde. Halte noch mal oben, noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und geschafft. Sehr gut. Einmal auslockern, die Schultern wirklich locker lassen. Und dann kommen wir auf die Seite. Einmal dich runtersetzen, auf deinen Ellbogen abstützen. Jetzt hoffentlich die andere Seite, da wo du gerade nicht auf dem Ellbogen warst. Unterschenkel zurücknehmen. Denk daran, deine Körpermitte anzuspannen und dich hier aus der Schulter rausziehen. Hab das Gefühl, du holst den Unterarm zu dir ran. Genau, du darfst die Hand erstmal hier lassen. Heb dein Becken an. Wir machen noch eine Runde für die Seite. Heben und senken das Becken, einfach mal hoch und tief, aber nur in die Diagonale zurück. Geht? Wenn du möchtest, noch eine Schwierigkeit dazu. Das heißt, du hebst dein oberes Bein. Noch 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte hier und jetzt versuch Arm und Bein zu strecken und ranzuziehen. Die letzten 9, 8, 7, wenn es nicht mehr geht, dann so weitermachen, wie du vorher angefangen hast. 5, 4, 3, noch 2, und geschafft. Super. Aufsetzen, andere Seite. Die Seite ist wirklich wichtig, weil wir da, wenn wir älter werden, so ein bisschen schwächer werden. Also die ganze seitliche Struktur, die sollten wir wirklich regelmäßig trainieren. Rausziehen, Becken anheben. Und natürlich formen wir auch eine schmale Taille. Bauch spannen und los geht's. Hoch in die Diagonale zurück. Du kannst immer so bleiben, wenn du möchtest. Wenn du willst, hebst du jetzt dein Bein mit an, muss aber nicht sein. Und wenn du willst, bleibst du jetzt mit mir oben und streckst einmal Arm und Bein, ziehst den Ellbogen wieder zusammen. Oder du bleibst in der Bewegung von vorher.
7, 8, 9, 10 und lösen. Komm in die Rückenlage, einmal runter. Puh. Vielleicht hast du auch nochmal den Po gespürt. Fass deinen Oberschenkel, roll dich langsam tief in die Rückenlage. Lass deine Handflächen Richtung Decke schauen. Locker kurz deine Beine aus. Schultern lassen wir jetzt entspannen. Jetzt schiebst du nur deine Füße in den Boden und rollst dein Becken Wirbel für Wirbel, wirklich Wirbel für Wirbel nach oben. Untere Rücken beginnt, Lendenwirbelsäule bis zu deinem Schulterblattspitzen, gar nicht höher. Und dann kommst du mit dem Ausatmen wieder ganz langsam Wirbel für Wirbel tief. Löse, mit dem Ausatmen nochmal hoch. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder langsam tief. Angenehm, oder? Ist für den Rücken eigentlich ganz entspannend. Wenn du dann das nächste Mal wieder oben bist, bleibst du oben und machst erstmal ganz kleine Bewegungen mit deinem Becken hoch und tief. Schau aber, dass du nicht zu hoch schiebst, sondern wirklich nur bis zu den Schulterblattspitzen. Die Kraft aus deinen rückseitigen Oberschenkeln und aus deinem Gesäß holst. Füße schieben in den Boden. Jetzt bleib hier oben und drück deine Knie zusammen und öffne sie wieder. Also einmal kraftvoll zusammen und wieder öffnen. Innenseiten Oberschenkel, nur die Knie schließt. Kannst deine Füße auch etwas mehr schließen. Becken bleibt oben, aber Knie zu und auf. Zu und auf. Jetzt hältst du sie zusammen und drückst nochmal ganz fest zusammen und bewegst zusätzlich dein Becken. Also die Knie drücken jetzt zusammen, deine Füße drücken in den Boden, der Po spannt an und du machst eine kleine Bewegung hoch tief. Nochmal in die Knie denken, zusammendrücken, so fest wie es geht. Der Endspurt. Noch 8, 7, 6, drücken, 5, 4, 3, 2, 1, halten und lösen. Puh, Beine lockern. Die Innenseite merkt man schnell, oder? Und auch die Rückseite jetzt natürlich. Zieh deine Knie mal nacheinander zu dir nach oben. Mach dich einen Moment lang klein. Roll leicht auf deinem Becken hin und her, so dass du den unteren Rücken ein bisschen entspannen kannst. Wirklich ganz locker lassen. Mit dem nächsten Ausatmen hebst du deinen Kopf an. Du kannst jederzeit mit einer Hand den Kopf stützen, wenn du das möchtest, oder mit beiden. Ansonsten fass das Knie knapp unterhalb vom Knie, streck dein anderes Bein aus und wechsel. Ausatmen. Den Rücken jetzt runterdrücken. Wenn du merkst, dir wird es für den Kopf zu schwer, dann stütz ruhig. Entweder immer mit einer Hand oder mit beiden. Rücken runterdrücken. Der Endspurt wirklich. Und wenn du jetzt tief gehst, feder mal zweimal. Aber bleib stabil. Diagonal nach vorne das Bein. Federn. 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 Gleich entspannen wir. 7, 6, 5, 4, 3. Schräge Bauchmuskeln, oder? 2. Und nochmal ohne Federn die letzten 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halte in der Mitte. Und löse.
Einmal Fußsohlen aneinander, Knie nach außen kippen lassen. Deine Arme darfst du gerne in einem großen V nach hinten legen. Schließ gerne deine Augen, spür die Dehnung in der Innenseite. Und wenn du in den Bauch atmest, spür auch die Dehnung deiner Bauchmuskeln. Die sind nämlich auch ganz gerne kurz vom vielen Sitzen. Also die wollen auch nicht nur gekräftigt werden, sondern auch mal gedehnt werden. Hol dir ein Knie zum anderen, Kopf zur Gegenseite. Und mal nacheinander zur Mitte, Knie zur anderen Seite, auch Kopf wieder zur Gegenseite. Und dann komm nochmal nacheinander zur Mitte. Nimm das rechte Bein, kreuz über links. Nimm dein linkes Bein und zieh es zu dir ran. Kannst jetzt deine linke Ferse nach oben schieben. Fest wie du kannst. Schulter locker. Spür die Dehnung im Gesäß und die Dehnung hier in der Rückseite. Dann lass nochmal los, wechsel gleich die Seite, kreuz links, rechtes Bein ranziehen und gleich deine rechte Ferse nach oben schieben, Fußspitze anziehen. Noch einmal wieder lösen, beide Fußgelenke fassen, rechts und links, und dann drück mit deinen Ellbogen deine Knie mal nach außen, spür die Dehnung in der Innenseite. Also mit deinen Ellbogen wirklich die Knie nach außen drücken, so weit wie es geht, wie dein Nacken trotzdem locker bleiben kann. Und dann komm noch mal wieder zurück. Jetzt darfst du dich noch mal so richtig lang strecken und räkeln in alle möglichen Richtungen. Noch mal deine ganzen Faszien aufdehnen, Ferse, Fußspitze gähnen, lang ziehen. Vielleicht gibt es irgendwo eine Stelle, wo du dich gern noch hindehnen möchtest. Dann lass deine Knie auf eine Seite kippen. Lass dich mal ganz entspannt mit zur Seite rollen. Komm noch einmal nacheinander wieder zurück. Ein Knie, zwei Knie, ganz entspannt zur anderen Seite. Wieder zurück. Bleib auf der Seite und drück dich über die Seite langsam eins weiter. Lass deinen Kreislauf in Schwung kommen. Erstmal noch nicht ganz aufstehen. Erstmal auf deine Knie. Und deinen Rücken nochmal in allen Positionen durchbewegen. Mal hoch, mal runter. Komm dann auf deine Füße. Stütz dich auf deine Oberschenkel ab. Mach deinen Rücken rund. Mach hier nochmal ganz gerade. Noch einmal ganz rund. Nochmal ganz gerade. Und wenn du gerade bist, dann richte dich nach oben auf. Komm zum Stehen. Die Schultern locker. Ganzen Körper nochmal auslockern. Ein Bein fassen. Knie zusammen. Drück den Fuß in die Hand und spür deinen Hüftbeuger hier, Oberschenkel. Deinen unteren Rand vom Becken nach vorne schieben. Aufrichten. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wechsel. Andere Seite. Ein ranziehen, Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben, unteren Rand nach vorne drücken.
Mal wieder auflösen, ausschütteln. Einmal den ganzen Körper durchgekräftigt, kannst stolz auf dich sein. Atme ein, mach dich lang. Atme aus, lass nochmal locker. Nochmal einatmen, langstrecken, recken. Öffne deine Arme und jetzt zieh deine Ellbogen nochmal zurück. Stolz und aufrecht. Einatmen. Und mit dem Ausatmen entspannen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr, sehr gut. Und bis zum nächsten Workout.